Straßen sind für unseren täglichen Arbeitsweg unverzichtbar. Und wir sind auf sie angewiesen, um von A nach B zu kommen. Aber haben Sie sich jemals Gedanken darüber gemacht, wie diese Straßen gebaut, gewartet und repariert werden? Im Laufe der Jahre hat die Technologie die Art und Weise, wie wir unsere Straßen bauen und instand halten, revolutioniert. Hier sind 12 unglaubliche Straßentechnologien, die wirklich verrückt sind und wie sie die Welt des Verkehrs verändern. Polylevel. Polylevel ist eine innovative Straßentechnologie, mit der Betonstraßen geebnet und Risse und Unebenheiten ausgebessert werden können. Bei dieser Technologie wird ein Polyurethan-Schaumstoff verwendet, um abgesunkene Betonplatten anzuheben und zu nivellieren, sodass die Straßen glatter und für Autofahrer sicherer werden. Bei dem Verfahren werden kleine Löcher in den betroffenen Bereich gebohrt und der Polylevel-Schaum unter den Beton gespritzt, der sich ausdehnt und aushärtet und die Platte auf das richtige Niveau anhebt. Diese Technik ist schneller, kostengünstiger und weniger invasiv als herkömmliche Methoden zur Reparatur von Betonstraßen, wie zum Beispiel der Austausch der gesamten Platte oder der Einsatz von Schlammpressen. Außerdem ist Polylevel umweltfreundlich und erfordert keine schweren Maschinen oder lange Ausfallzeiten für den Verkehr. Golden Gate Bridge Road Zipper. Der Golden Gate Bridge Road Zipper ist ein innovatives, bewegliches Barrieresystem, das die Verkehrsspuren auf der Golden Gate Bridge trennt. Mit dieser Technologie wird eine Reihe von 3 Fuß breiten Stahl- und Betonteilen verwendet, um eine Barriere zu schaffen. Der Zipper ist auf einem Lastwagen montiert, der die Barrieren je nach Verkehrsrichtung von einer Fahrspur zur anderen bewegt. Dieses System soll die Sicherheit erhöhen und Staus verringern, indem es den Brückenbetreibern ermöglicht, die Fahrspuren für den Berufsverkehr oder in Notfällen schnell und einfach neu zu konfigurieren. Electrion – Wireless Electric Road. Während das Fahrzeug die Straße entlang fährt, fängt die Empfängerspule die magnetische Energie auf und wandelt sie in Strom um, der zum Aufladen der Fahrzeugbatterie verwendet wird. Die Technologie ist effizient und skalierbar und hat das Potenzial, die Kosten und das Gewicht von Elektrofahrzeugen erheblich zu senken. Electrion, das Unternehmen hinter dieser Innovation, wurde 2013 in Israel mit dem Ziel gegründet, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Mit seiner kabellosen elektrischen Straßeninfrastruktur hat das Unternehmen seine Technologie bereits bei mehreren Projekten auf der ganzen Welt erfolgreich unter Beweis gestellt. Next Trencher Disc. Next Trencher Trencher Disc ist eine Aushubtechnologie, die für den effizienten Grabenaushub in harten Böden und felsigem Gelände entwickelt wurde. Die Next Trencher Disc ist ein technisch ausgereiftes System, das ein besseres Eindringen in den Boden ermöglicht. Dies führt zu schnelleren Grabenaushubzeiten, höherer Produktivität und niedrigeren Betriebskosten für Bauunternehmer und Bagger. Die Grabenfräse ist in einer Vielzahl von Größen und Leistungsstufen erhältlich, um den Anforderungen unterschiedlicher Projekte gerecht zu werden. Das Unternehmen Next Trencher, das hinter dieser Innovation steht, ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung hochwertiger und kostengünstiger Grabenfräsen spezialisiert hat. Initiative Selbstreparierende Städte. Die Initiative Selbstreparierende Städte ist eine Spitzentechnologie, die die Instandhaltung und Reparatur der städtischen Infrastruktur verändern soll. Dieses System nutzt fortschrittliche Sensoren, maschinelles Lernen und Robotik, um Schäden an Straßen, Brücken und anderen Strukturen in Echtzeit zu erkennen, zu analysieren und zu reparieren. Die Sensoren sind in die Infrastruktur eingebettet und überwachen verschiedene Parameter wie Temperatur, Feuchtigkeit und Vibrationen, um Anzeichen von Schäden zu erkennen. Sobald ein Schaden erkannt wird, setzt das System Roboter ein, die den Schaden selbstständig und ohne menschliches Eingreifen beheben können. Diese Technologie hat das Potenzial, die Kosten und den Zeitaufwand für die Instandhaltung und Reparatur der Infrastruktur erheblich zu senken und die Sicherheit und Nachhaltigkeit der städtischen Umwelt zu verbessern. Die Initiative wird von Forschern mehrerer Einrichtungen geleitet, darunter die Universität von Leeds und die Universität von Birmingham im Vereinigten Königreich. Die Technologie befindet sich noch in der Entwicklung, hat aber in Pilotprojekten bereits vielversprechende Ergebnisse gezeigt.
ETI-Rollschranke. Die ETI-Rollschranke ist eine innovative Verkehrssicherheitstechnologie, die den Umgang mit Verkehrsunfällen revolutioniert hat. Das System besteht aus einer Reihe von Fässern, die durch ein Stahlseil verbunden sind und sich beim Aufprall drehen, um die Energie des Fahrzeugs zu absorbieren und auf die Straße zurückzuleiten. Die Technologie ist unglaublich haltbar und besteht aus hochfestem Stahl, sodass sie Aufprallgeschwindigkeiten von bis zu 80 Meilen pro Stunde standhalten kann. Dank der wartungsarmen Konstruktion hat das System eine Lebensdauer von bis zu 30 Jahren. Die ETI-Rollbarriere wurde von Energy Absorption Systems entwickelt, einem Unternehmen, das seit 1969 führend im Bereich der Verkehrssicherheitslösungen ist. Das Unternehmen genießt einen ausgezeichneten Ruf für die Herstellung innovativer Produkte für die Verkehrssicherheit in der ganzen Welt. Neben der ETI-Rollbarriere bietet das Unternehmen eine Reihe weiterer Verkehrssicherheitslösungen an, darunter Crashkissen, Leitplanken und Kabelbarrieren. Geozellen. Geozellen sind dreidimensionale Wabenstrukturen, die aus hochdichtem Polyethylen, die zur strukturellen Verstärkung und Bodenstabilisierung für Verkehrsinfrastruktur, Erosionsschutz und Umweltschutzprojekte entwickelt wurden. Diese leichten, haltbaren und flexiblen Strukturen reduzieren den Materialverbrauch und die Arbeitskosten und bieten gleichzeitig eine hervorragende Lastaufnahme, Erosionsschutz und Hangsicherung. Geozellen werden in der Regel auf einem Untergrund oder einem vorbereiteten Fundament installiert und dann mit lokal verfügbarem Boden oder Zuschlagstoffen gefüllt, um eine stabile und dauerhafte Struktur zu schaffen. Die Zellwände begrenzen und verteilen die Materiallast, um Verformungen zu verringern und so ein stabiles Fundament zu schaffen. Python 5000 Schlaglochflicker. Der Python 5000 Schlaglochflicker ist eine Maschine zur Reparatur von Schlaglöchern auf Straßen. Sie wurde von Python Manufacturing entwickelt und ist ein in sich geschlossenes Fahrzeug mit einem 5,1 Kubikmeter Behälter für Zuschlagstoffe und einem 250 Gallonen Asphaltkessel zum Mischen und Erhitzen von Asphalt. Die Maschine kann Schlaglöcher mit einer Breite von bis zu einem Meter und einer Tiefe von bis zu 8 Zoll ausbessern und sie kann bis zu 100 Schlaglöcher pro Tag ausbessern, was viel schneller ist als das manuelle Ausbessern. Die Maschine bläst zunächst Schutt und Wasser aus dem Schlagloch und trägt dann eine Haftschicht aus Asphalt auf die Seiten und den Boden des Lochs auf, bevor sie es mit einer heißen Asphaltmischung füllt. Superior Roads Solutions ist ein Unternehmen, das seit über 35 Jahren innovative Lösungen für die Straßeninstandhaltung entwickelt. Das Python 500 Schlaglochflicker ist eines der beliebtesten Produkte des Unternehmens. PowerKörber 770. Der PowerKörber 770 ist eine von PowerKörbers Inc. entwickelte Pflastermaschine, die für die Herstellung von Bordsteinen und Rinnen aus Beton verwendet wird. Sie wird von einem 48 PS Dieselmotor angetrieben und verfügt über ein hydrostatisches Antriebssystem mit hoher Traktion, das ihr eine Geschwindigkeit von bis zu 45 Fuß pro Minute ermöglicht. Die Maschine kann Betonbordsteine mit einer Breite von bis zu 36 Zoll und einer Höhe von bis zu 24 Zoll gießen. Die 770 ist mit einem intelligenten Joystick ausgestattet, der die Geschwindigkeit und die Richtung der Maschine steuert, sowie mit einem fortschrittlichen Hydrauliksystem, das ein reibungsloses und genaues Gießen des Betons gewährleistet. Die Maschine ist außerdem mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle ausgestattet, die es dem Bediener ermöglicht, problemlos zwischen verschiedenen Schalungskonfigurationen zu wechseln. Gomaco. Der Gomaco GP4 ist ein fortschrittlicher Beton-Gleitschalungsfertiger, der für unübertroffene Qualität und Präzision im Straßenbau konzipiert ist. Mit einer maximalen Einbaubreite von 7,3 Metern und einem leistungsstarken 130 Kilowatt-Motor erreicht diese Maschine eine Einbaugeschwindigkeit von bis zu 15,2 Meter pro Minute. Ausgestattet mit einer intelligenten Lenkung und einem hochmodernen G-Plus-Steuerungssystem kann der GP4 komplexe Profile mit engen Radien und steilen Hängen präzise einbauen. Das leistungsstarke Schnecken- und Temper-Leisten-System der Maschine sorgt für eine hervorragende Oberflächenstruktur und Gleichmäßigkeit. Die Gomaco Corporation ist der Hersteller des GP4 und seit über 60 Jahren ein führender Innovator in der Bauindustrie.
Das in Ida Grove, Iowa ansässige Unternehmen Gomaco blickt auf eine lange Tradition in der Herstellung hochwertiger Beton-Einbaumaschinen für eine Vielzahl von Anwendungen zurück. LeBoy 8500. Der LeBoy 8500 ist ein äußerst vielseitiger Asphaltfertiger, der für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert wurde. Mit einer Einbaubreite von bis zu 4,5 Metern und einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 76 Metern pro Minute ist diese Maschine in der Lage, in wenigen Minuten eine glatte und gleichmäßige Asphaltschicht einzubauen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 55 Kilowatt Kubota Dieselmotor ist der LeBoy 8500 in der Lage, Einbauprojekte von Parkplätzen und Einfahrten bis hin zu großen Straßen und Autobahnen zu bewältigen. Die Maschine verfügt über eine hydraulisch ausfahrbare Bohle, die an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden kann und so jedes Mal ein hochwertiges Ergebnis garantiert. Infrarotbelagsreparatur. Die Infrarotbelagsreparatur ist eine kostengünstige und effiziente Methode zur Instandsetzung beschädigter Asphaltflächen. Bei dieser Technologie wird der vorhandene Asphalt durch Infrarotheizung aufgeweicht und anschließend mit neuem Material neu vermischt, um eine nahtlose und dauerhafte Reparatur zu erzielen. Das Verfahren beginnt mit der Erwärmung der beschädigten Stelle mit einer Infrarotheizung, die Temperaturen von bis zu 1650 Grad Celsius erreichen kann. Sobald der Asphalt ausreichend aufgeweicht ist, wird die Stelle gehakt und das neue Material der Mischung hinzugefügt. Die reparierte Stelle wird dann mit einer Walze verdichtet, sodass eine glatte und ebene Oberfläche entsteht. Wenn Ihnen das Video gefällt, schauen Sie sich dieses Video an. 12 coolste Gadgets, die sehenswert sind.